Schönes Bäumchen, da hoch und let's go. Oh, ja. Es ist also mit diesem Enterhaken immer nicht ganz so einfach. Okay, wir haben noch 300 Meter knapp. Oh, wie kann das denn jetzt sein? Achso, hier ist nur ein Schädel. Ah, wunderbar. Dann ging das ja relativ zügig sogar hier. Dann wird hier eine Kiste sein, eine schwarze. Das ist da drüben. Dann sollten wir die ja auch gleich erledigt haben. Halt. Diese Richtung. Jo. Bisschen blöd, dass da jetzt kein Enterhaken funktioniert, aber okay. Wird da vorne schon gleich irgendwo sein, 100 Meter. Oh, Fischis. Yay. Ich habe noch 80% Sauerstoff, das reicht uns. Auf jeden Fall. Und da vorne sehe ich sie schon am Blinken. Die schwarze Kiste und da sind zwei feindliche Boote, auf die müssen wir natürlich auch Acht geben. Wobei wir ja auch gerade überhaupt nicht gesucht werden, also ist eigentlich noch alles gut. So, zieh ich mal. Scorpio, die schwarze Kiste, die Sie gefunden haben, gehört den Reapers. Es gibt noch mehr. Helfen Sie uns, sie zu finden? Ja, natürlich, natürlich, immer mit der Ruhe. Hier könnte noch ein Schädel sein. Das ist da hinten. So, das sind wir auch gleich. Ist auch mal immer ganz schön, so zwischendurch ein bisschen was machen, ohne rumzuballern. Wobei ich auch hier glaube, hier können wir schon wieder was zerstören. Ah nein, Drogenabwurf. Auch cool. Wie kommt. Und eine Kiste. Wie komme ich denn da jetzt rein? Hier könnte ich springen. Ja, da möchte ich ja hin. Hallo. So. Schnapp ihn dir, Tijon. So, Drogenabwurf erledigt. Nein, so geht das nicht. So komme ich wieder raus. Und jetzt haben wir hier irgendwo, muss noch eine Kiste sein. Da drüben sehe ich was. Aber da komme ich nicht durch. Also muss ich irgendwie außenrum. Ganz wunderbar. So, ich glaube, hier haben wir alles. Befreit ist aber nichts. Jetzt können wir dafür noch die Gaspumpen zerstören. Oh, ich glaube, ich habe eine Granate geschmissen. Was? Nein. Ich bin kein Feind. Das ist alles gut, Freunde. Alles ist gut. Ich will euch nur helfen. Ich will euch von euren Schmerzen befreien. Oh, komm her. Mann. Hab ich blöderweise eine Granate geschmissen. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Okay. Erledigt. Oh yeah. Oh. So, ist auch nur eine Shotgun. Oh, keine Munition mehr. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Alles leer.
Das ist wirklich ein bisschen blöd, weil ich kaum noch Munition finde. Zumindest nicht für die MPs. Okay. Aber ich glaube, dass den Drogenabwurf hier, den haben wir somit erledigt. Und bevor ich jetzt noch mehr Munition verballer, gehen wir mal lieber ein bisschen weg hier. So, jetzt sind wir erstmal aus der Sichtweite. Dann haben wir hier eine Ansiedlung. Ja, nehmen wir die doch gleich mit, oder? Mein, was soll's? Dann muss ich wieder ein Stück zurück. Ah, die versteckt sich da hinten im Wald scheinbar. Oh yeah, da haben wir wieder mal so einen Militärstützpunkt. Mal wieder. Hallo Leute. Bitte was? Ich finde es ja witzig, dass die hier nicht rausschießen können. Aber gut, dann gehen wir halt rein. So einfach kann sein, ne? Hallo, ich habe keine Fernsprengsätze mehr. Das ist natürlich äußerst unpraktisch jetzt. Aber okay. So, hier haben wir noch irgendwo eine Kiste. Okay, da hinten steht einer. So. Ich möchte jetzt trotzdem mal gucken, ob die vielleicht ein bisschen Munition haben. Ein bisschen Munition. Wäre toll. Da haben wir was. Yeah. Das war nix hier. Okay. Da vorne ist noch eine Kiste. Oh. Wir brauchen Hilfe! Schickt Luftunterstützung! Was? Wir brauchen keine Luftunterstützung, nein! So, Treibstofflager 1 und 2. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil Munition ist gleich alle. Gehen wir mal schnell hier hoch. Da haben wir noch eine Kiste. So, hier haben wir noch einen Generator. Hier ist eine Kiste. Und das ist noch so ein MP-Typ. Sehr schön. Da holen wir uns Munition. Alter. Jetzt übertreiben sie es aber ein bisschen mit Luftunterstützung, oder? Also mal ganz ehrlich. So, jetzt habe ich gleich keine Munition mehr für die MP. MG? War klar. Hier habe ich auch nicht mehr viel. Heieiei. Da oben ist noch Money.
Ich habe auch eine ganz tolle Ausrede, warum ich hier eigentlich töte. Ich töte nur für Munition. Ah, da hinten ist er. Oh geil, Munition. Yeah. Das ist genau das, nach was ich gesucht habe. Wo denn? Wo ist der denn? Da ist einer, aber das war nicht. Ah, da ist einer. Das ist alles erledigt hier. Nein! Ach komm schon. Das hat jetzt sein müssen. Wir spielen weiter natürlich. Das hat jetzt natürlich noch sein müssen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, gerne, gerne. Wo war das denn hier? Dann schauen wir doch da gleich nochmal hin. 1,05 Kilometer. Da sollte man ja relativ zügig hingeflogen sein. Na. Oder auch nicht. Na komm, hallo. Mit dem Fallschirm durch die Bäume ist immer ein bisschen anstrengend. Ich meine, es ist ja auch zu Recht. Niemand fliegt mit dem Fallschirm durch Bäume durch. Und das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. So. Und hopp. Und hopp. Und einmal landen. Da haben wir 93% schon erledigt. Das heißt, viel wird's nicht mehr sein. Ich denke, da ist in der Mitte noch diese Antenne, die wieder ausfährt, die wir noch zerstören müssen. Und ansonsten haben wir jetzt wieder einen Haufen Leute hier. Okay. Noch hat mich keiner entdeckt. Jetzt haben sie mich entdeckt. Wie er sich halt versteckt einfach. So, ich hole jetzt mal die Antenne raus. Einmal. Oh, keine Munition mehr. Es ging ja zügig. Und Ansiedlung ist abgeschlossen. Sehr gut. Oh. Dann gehe ich jetzt mal noch schnell Munition Nachschub holen da hinten. Und dann verschwinden wir hier, würde ich einfach mal sagen. So. Und raus hier. So wird das nix, so wird das nix. Aber so, okay. Hallo.
So, wunderbar. Das Ding haben wir auch. Hier hinten haben wir auch noch eine unentdeckte Ansiedlung. Die hole ich mir auch gleich noch. Und ich bin echt am Überlegen, ob wir die MG wieder in die etwas kleinere Variante umtauschen. Weil für die findet man deutlich häufiger Munition, aber die große, die hat halt schon echt Bums drauf eigentlich, ne? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Jetzt gleiten wir erstmal wieder mitten durch den Urwald, wo wir jetzt komischerweise nicht mehr hängen bleiben gerade. Dahinter. Hallo. Jetzt hat. Yeah. So. Haben wir fallen lassen, bitte. Ja, das ist wieder ein ganz normales Örtchen hier. Das begrüße ich sehr. Ein bisschen was ruhigeres mal so zwischendurch. So, hier irgendwo. Na toll. Hätte ich unten bleiben können. So. Wo haben wir die nächste Kiste? Ah, hier haben wir noch so einen Transformator dann. Da hinten haben wir auch noch welche. Es wird alles wieder wie früher. Da kannst du Gift draufnehmen, Kollege. So, ich möchte erstmal wieder Kisten sammeln. Solange es noch... Na, Omi! Schaffe, Omi. solange hier noch alles ruhig ist, möchte ich erstmal Kisten sammeln. Nein, ich möchte Kisten sammeln, nicht Frauen. So, die habe ich. Und irgendwo hier in der Nähe müsste noch eine sein. Da oben. So, irgendwie möchte ich hier auch wieder raus, danke. Ich glaube, Kisten haben wir jetzt eigentlich alle, oder? Gibt's noch irgendwo was? Aber beim Überfliegen sehe ich jetzt instant, meine ich natürlich erstmal nichts. So, dass wir uns mal um den restlichen Scheiß kümmern. Wo war das? Da hinten, ne? So, ein bisschen ärgerlich natürlich, dass wir keine Sprengsätze haben. Können wir uns denn einfach Sprengsätze nochmal leisten? Ich guck das mal. Wir brauchen Fernzünder, Sprengsatz für 30.000. Naja, also gut. Ein bisschen Geld haben wir ja wieder gefunden gehabt. So, weil die Dinger begrüße ich dann doch schon sehr. Eins. Na. Zwei. Drei. So, war jetzt hier. Nee, das ist nur ein Supermarkt. Das ist kein... Ah, vielleicht müssen wir die Windräder zerstören. Das sieht aber nicht so aus. Okay. Dann mal gucken, ob wir noch was finden werden hier. Sieht aber nicht so aus, ne? ...59% waren das erst. Ha. Da fehlt uns auf jeden Fall noch was. Ich fliege jetzt doch mal dahin. Es gehört auf jeden Fall noch dazu. Und es sieht mir auch sehr nach einem zerstörbaren Objekt aus irgendwie.
das war wohl nichts. Unter Wasser zünden geht also auch nicht, okay. Können wir es über Wasser zünden? Ja, aber es bringt nichts, okay. Na gut, dann schwimme ich mal zurück. Unter Wasser vielleicht ein bisschen, ist sehr schön hier. Na, irgendwo fehlt uns noch knapp die Hälfte. So, irgendwas müssen wir übersehen haben. Und es wird schon wieder dunkel. Was ist denn da los? Oh, schöner Kahn. Na komm, ich will mich jetzt hier rausziehen, bitte. Danke. Komm schon. Jetzt. Sehr gut. So, irgendwas haben wir übersehen. Vielleicht ist oberhalb von der Straße nochmal ein Ansiedlungsteil. Oder hier rechts. Na gut, das haben wir. Die sind doch hoffentlich kaputt. Die sehen sehr kaputt aus, ja. Ist hier hinten irgendwo noch was? Dafür geht halt immer leider sehr viel Zeit flöten. Zu suchen, was muss ich denn eigentlich kaputt machen? Vielleicht noch irgendwo eine Tankstelle oder so? Na, jetzt sind wir wieder zu weit. Sind wir auch schon wieder zu weit? Ah, blöder Baum. Also die Straße scheint hier tatsächlich eine Begrenzung zu sein. Hier hinten. Sieht's aber auch nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Oh, hier haben wir noch was. Okay. Na, dann ist ja alles klärchen. Okay, vorrücken, wir haben ihn. Ihr habt wen? Ich sehe das Ziel. Feindliche Einheiten gesichtet. Ein So. Das hat uns aber rein gar nichts gebracht. Wie kann das denn sein jetzt? Hallo? Ich bin da irgendwie... Irgendwas stimmt gerade nicht, oder? Das Ding ist doch komplett im Eimer. Also. Dann müssen wir das Ding hier doch zerstören? Mir nicht vorstellen. Hier hinten ist auch nichts mehr dran. Hm.
Helft mir! Freunde, helft mir! Habe ich irgendwas übersehen? So, musste mal kurz niesen. Ja, das ist 59%, das kann doch nicht sein. Ganz ehrlich. Ah. Die Einheiten sind wieder da, aber der Stützpunkt ist komplett zerstört. Das Universum ist in der Tat sehr verwirrend. Na komm runter. So. Also ich glaube, das mit der Ansiedlung hier, das lassen wir mal, oder? Ja.